Liebe Genossen und Freunde, die beiden Genossen, die hier neben mir stehen, das ist Christian Kunert, das ist Gerulf Panach, sehen wir lieber im Friedrichstadtpalast auftreten als hier in der Akademie der Künste. Weder Sie noch wir haben uns darum gerissen, Ihren ersten Auftritt nach 9-monatiger Haft in West-Berlin zu veranstalten. Trotzdem ist, dass Sie hier sind, ein Erfolg. Die Alternative waren jene 8 bis 10 Jahre Haft, die, wie Sie in Ihrer ersten Erklärung mitgeteilt haben, die Staatssicherheit der DDR Ihnen nachdrücklich versprochen hatte. Ihnen und weiteren 9 Genossen, die nach Protesten gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns festgesetzt worden waren und die nun hier noch auf ihre Angehörigen warten, deren Ausreise sich trotz Zusagen der DDR schon über 8 Wochen hinzieht. Der Erfolg Ihrer Freiheit ist ein Erfolg der vielen, die sich in der Bundesrepublik, in Frankreich, in Italien, in England, in Schweden, in Holland, in Österreich, in verschiedenen Komitees und Organisationen für Sie eingesetzt haben. Diese vielen haben ein Beispiel gegeben für das Einfache, was zwischen Ost und West offenbar so schwierig zu machen ist: internationale Solidarität von Sozialisten. Die einen verweigern sich der Solidarität, weil sie, wie sie sagen, sich nicht in die inneren Angelegenheiten sozialistischer Staaten einmischen wollen, nicht einmal dann, wenn diese Sozialisten hinter Gitter bringen. Die anderen möchten unter dem Vorwand der Solidarität am liebsten die Genossen in der DDR als gesamtdeutsche Dekoration ihrer Parteisekten vereinnahmen. Wir meinen, es gibt daraus vor allem eines zu lernen, was der Linken, angefangen von der Sozialdemokratie bis zur KPDSU, offenbar am allerschwersten fällt. Einen Internationalismus, der den Sozialisten jeden Landes den eigenen Weg zum Sozialismus zugesteht. Eine Solidarität, die nicht gleichzeitig Bevormundung meint. Internationale Solidarität in diesem wohlverstandenen Sinn, die den besonderen Weg der anderen respektiert, ist, meine ich, der beste Dienst für die Besonderheit des eigenen Kampfes. In diesem Bewusstsein haben wir bei der Gründung des Schutzkomitees in der Bundesrepublik gerade Genossen und Freunde angesprochen, die im eigenen Land Erfahrungen mit politischer Repression besitzen. Mit Berufsverboten wie Peter Schneider, mit politischer Zensur in der Haft und mit Gesinnungsjustiz wie Peter Paul Zahl, mit der Unterdrückung politischer Kunst in der Öffentlichkeit wie Jaka Sunke oder Klaus Steg. Helmut Gollwitzer ist unter Ihnen und hier im Saal und Günther Anders, der sich dieser Tage wegen ihrer Unterstützung für das Rasseltribunal über Verletzungen der Menschenrechte in der Bundesrepublik öffentlichen und vor allem offiziellen Anfeindungen ausgesetzt sehen. Auch Otto Schily ist unter Ihnen, der mit seinen Anwaltskollegen auf fast schon verlorenem Posten für das Recht auch politischer Gewalttäter auf einen fairen Prozess, rechtsstaatliche Verteidigung und menschliche Haftbedingungen steht. Sie alle haben unser Komitee unterstützt, wie 200 andere Bekannte und Unbekannte im In- und Ausland. Mit Ihnen freuen wir uns über einen Teilerfolg und solidarisieren uns, verstärkt um die aus der Haft befreiten Genossen, mit denen, die noch auf ihre Freilassung warten. Wir meinen damit unter anderem, deren Namen wir zu ihrem Schutz derzeit nicht nennen wollen und sollen, die folgenden Gefangenen: Rudolf Barrow, zu dessen sozialistischer Gedankenfreiheit die Staatssicherheit der DDR keine andere Alternative mehr wusste als die Festsetzung seiner Person; Günter Dürlich aus Plauen, dessen Proteste gegen Wolf Biermanns Ausbürgerung als staatsfeindliche Hetze mit 3 Jahren und 3 Monaten Haft beantwortet wurden; Sigrid Günther, Henry Henftlin, Rainer Kaufmann, Ingo Urban aus Rudolstadt, deren Eintreten für Menschen- und Bürgerrechte in der DDR den Behörden Urteile bis zu 5 Jahren wert war; Gabi Kachold aus Erfurt, deren mutige Diskussionen auch im Betrieb ihr das für einen Sozialisten ehrenvolle gerichtliche Prädikat der Unverbesserlichkeit eingebracht haben. Gut die Hälfte ihrer 1-jährigen Haftstrafe hat sie schon abgesessen. Dr. Klaus Mainz und seinem Bruder Rolf Mainz, der sich als Journalist das Recht nahm, Berufsverbote auch im Sozialismus, auch im sozialistischen Staat, Berufsverbote zu nennen. Der Staat hat sich mit 4,5 und mit 4 Jahren Haft für die beiden früheren SED-Mitglieder revanchiert. Beide sind in der Haft ungebrochen. Rolf Mainz hat sich in seinem Verfahren selbst verteidigt. Und er ist in der Haft mehrfach in den Hungerstreik getreten.
Der über 70-jährige Vater der beiden, Albert Mainz in Düsseldorf, der heute hier angereist ist und in dieser Versammlung unter uns sitzt, und ich begrüße ihn sehr, sehr herzlich. Er hat 1933 als Antifaschist mit Karl von Ossietzky im KZ Esterwegen gesessen. Ich denke, ich muss nicht schildern, was er bei der Haft seiner Söhne empfindet. Er hofft auf eine Geste des Antifaschisten Erich Honecker, nun schon ein Jahr vergebens. Rudi Mold und Rupert Schröder aus Berlin, zwei von 35 Unterzeichnern eines offenen Briefes, mit dem sie sich ausdrücklich als Sozialisten gegen einen zynischen Kommentar des Neuen Deutschland zum Tod Pfarrer Brüsewitz wandten. Während andere Unterzeichner des Briefes wieder auf freiem Fuß oder im Westen sind, werden sie noch in Strafhaft festgehalten. Barbara Sänger aus Sömmerda, in Untersuchungshaft wegen zweier Theaterstücke, in denen sie eigene Erfahrungen über das Leben in der DDR vor und nach einem Ausreiseantrag schildert. Der Staatsanwalt droht ihr mit 5 bis 8 Jahren Haft. Zwei Kinder und ihr Mann warten auf ihre Freilassung. Thomas Steinberger aus Berlin, der nach einem Fluchtversuch ein Buch über dieses Thema schrieb und mit Versprechungen und Druck gedrängt so umschrieb, dass der Held schließlich in die FDJ eintritt. Als er das Manuskript abgeschlossen hatte, wurde er beim neuen Fluchtversuch verhaftet. Thomas Wagner aus Erfurt, der wegen einer Unterschriftensammlung unter den Schriftstellerprotest in Sachen Biermann zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde. Seine Freunde bezeichnet der SSD schriftlich in einer Sprache, die wir auf deutschem Boden nie mehr hören wollten, als asoziale Elemente, die auseinandergetrieben werden müssten. Dr. Helmut Warmbier aus Leipzig, dort in Untersuchungshaft, bis 1974 Dozent für Marxismus-Leninismus an der Leipziger Universität. Nach seiner Entlassung ist er selbst in die Klasse eingetreten, der seine früheren Genossen und heutigen Widersacher dienen sollten, der Arbeiterklasse. Kurz vor seiner Verhaftung hat er mit einigem Stolz seinen Facharbeiterbrief in Empfang genommen. Und wir erinnern noch einmal an Robert Havemann, dessen Isolierung als eine Art Ersatzhaft kaum falsch beschrieben sein durfte. Wir kennen nicht von allen hier genannten ihren politischen Standpunkt und den Anlass ihrer Verfolgung so genau wie von Rudolf Barrow und von Robert Havemann. Wir wissen aber von allen, dass ihre Vergehen in nichts anderem bestehen, als jene Freiheitsrechte einzufordern, die für uns unabdingbar zum Sozialismus dazugehören. Darunter die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Reise, wozu wir aus gegebenem Anlass auch die Wiedereinreise zählen. Für einen Sozialismus ohne Freiheit lohnt es sich, keine Hand zu rühren. Und im Zweifelsfall ist, wie Rosa Luxemburg gesagt hat, Freiheit die Freiheit der Andersdenkenden. Wir halten sie also für das unveräußerliche Recht auch derjenigen unter den Gefangenen, mit denen wir vielleicht politische Differenzen hätten. Ihre Liste ist sicher länger als die, die wir hier genannt haben, und sie endet nicht in der DDR. Auch ihrem Wunsch nach Freiheit gilt unsere Solidarität.